liebe Leute, weiter geht's heute mit Grit und der International History T-Serie. Los geht's. Mal kurz meinen Energy Drink noch dazu. Dann geht's los. Wir fahren auf Sepang. Die erste Strecke. Ja, schauen wir mal, ob wir es irgendwie heute gebacken bekommen. So, ich habe jetzt gerade nicht geguckt, wie viele Rennen wir haben insgesamt heute. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass... Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Wir fahren jetzt der Stadtplatz unter unserer Stadtplatz. So, bis auf Platz 8 haben wir uns vorgemogelt. Okay, das war ein bisschen zu optimistisch. Das war für den ersten Drama in die Wand. So, jetzt sind wir auf P7. Jetzt wird aber schon mal den Wagen geholt. Da hat es aber einen ganz schön angehoben. Ne, jetzt ist ein Heck, okay. So, einmal aus dem Wall und haben ihn. Zwei Runden Zeit haben wir. Gehen wir schon vor der Linie in Führung? Ja. Hier ist die letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, wir wollen ja hier gewinnen. Und dann haben wir es geschafft. Das Rennen ist durch. Das sieht aus sehr Österreich. Jo. Gut, haben wir es. Level 67. Die Frage ist, haben wir noch ein Rennen oder sind wir durch schon? Ne, Silverstone kommt noch. Okay. Dann doch nicht allzu kurz wie heute, wie sonst eigentlich. Ich wurde auf P3, das ist okay, das ist ordentlich. Das kann für gute Punkte geben. Keine Zeit für Tea Time hier in Silverstone. Es ist Renntag. Was denkst du, Kristen? Naja, ein Rennen bei Nässe kann man sich so vorstellen. Du kannst zwar schnell fahren, aber du brauchst mehr Platz, um Geschwindigkeit abzubauen. Kurven, die man sonst schnell nehmen kann, könnten zu einer Rutschpartie in die Wand führen. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Ja, hoffentlich ein sehr erfolgreiches zumindest für uns. Oder noch im Regen. Na gut, England, Regen, ne? So, 10.000 mal. Ja, na super.
Ja gut, muss ich gleich den Akku, den Controller laden. Dreimal Controller Grid. Und ich versuche mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Platz 4 ist der Teamkollege. Aber ich versuche mal den ein bisschen nach vorne zu drücken. So, das war der Plan an der Sache. Der erste ist weg. Das war jetzt meine etwas Asia-Aktion, die normalerweise von den Gegner kommen. So, ich bin jetzt schon wieder da. Okay, das war keine Absicht. So, wir wollen natürlich jetzt einen Doppelsieg holen. Und dann geht es jetzt schon in die letzte Runde. Ja, hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. Hey, ja, alles gut. Ah, da ist noch einer. Nein, 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 nein. Okay, dann muss ich es jetzt irgendwie selber irgendwie so richten. Ja, das war's. Rennen ist gelaufen. Boah, geht das weit zurück. In der letzten Kurve dreht's mir die Karre weg komplett. Boah, war das schlecht, ey. Boah, ist das bitter. Ich hätte in der letzten Kurve im nassen das Auto weggedreht. Und ich bin ein bisschen weit aufs Gras gekommen und dann, na. Gut, Karma. Ärgert mich. Aber nicht ärgerbar. Nicht ärgerbar, liebe Leute. Aber wir haben noch ein Rennen. Und das Ding noch irgendwie zu wuppen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Jo, los geht's. Barcelona, 2,66 Kilometer lang. Die Strecke wird wahrscheinlich... Ja, wir müssen es irgendwie wuppen jetzt. Kollege 14, ich wollte ein bisschen den Teamkollegen davon drücken, aber der gut ist auch Zweiter geworden. Okay, der will ein bisschen spielen, der will zumachen. Dritter Motor. Drei Runden schön mit hier in Barcelona an. Was ist denn heute los mit mir? Ah, du Sackjunge! Ich komm nicht ran, ne? Ja, der habe ich so ein bisschen weg, die ganze Zeit weggeblockt. Jetzt habe ich eine Lücke. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Ja, das weiß ich, aber dann war, da muss ich irgendwie vorbei jetzt. Das war die einzige Chance, um ihn da noch anzugreifen. Aber den kriege ich da vorne nicht mehr, den ersten. Oder? Gut, es sind ja noch zwei Autos dazwischen. Was
denn heute los? Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Ich schalte auf 2 und komme, ich komme nicht nach vorne gerade. Ja, die Strecke ist dafür bekannt, dass... Hau doch mal ab von mir. Keine Chance. Ich werde jede Kurve quasi wieder durchgereicht. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Ja, würde ich ja gerne, wenn sie dann sagen würden, wenn wir mich vorbeilassen würden. Okay, das war's. Ich versuche mir gerade so mein eigenes Rennen. Erst Rennen locker gewonnen und dann den zweiten Platz in England weggeschmissen und dann hier richtig auf die Fresse gerade zu kriegen. Hier ist eigentlich nur noch die Chance, ein bisschen nach vorne zu gehen. Um mir ein bisschen was zu abzureißen. Aber das mal gewinnen werden wir sowieso nicht. Das wird der Ito da vorne haushoch gewinnen. Boah, Alter, der Wechsel, der mir noch vorbei. 9. am Ende noch, ey. Ich hab doch gar nichts auf die Ketten gekriegt hier. Also die Serie, die haben uns richtig sowas kaputt gemacht. Also da haben wir nichts zu melden mit dem Weg nach vorne. Wenn wir Dritter sind, bin ich zufrieden. Ja, sag ja, da haben wir nichts zu melden mit. Das haben wir uns gerade so schön kaputt gefahren. Mann, ey, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, diese Serie uns so zu zerstören. Ja gut, aber ein bisschen mit leben, ne? Passiert halt. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht's weiter mit dem Classic GT City Cup.